Durch mehrfaches Hin- und Her-Transformieren von Etiketten, dass Sie sagen, ich will von einem kleinen Etikett Informationen auf ein großes haben, von einem großen wiederum zurück auf ein kleines Etikett, kann es vorkommen, dass genau diese Situation entsteht. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Wir wollen jetzt dieses Problem einfach mal reproduzieren. Genau. Kann die Situation entstehen, dass plötzlich für Sie optisch ein Objekt nicht mehr da ist. Das heißt, unser Barcode wäre plötzlich nicht mehr da. So, und was machen wir dann? WabiProfi 3 versucht, die Positionsangaben dementsprechend auf das neue Etikett umzurechnen. Wenn ich dieses Layout, das ich verwende, mal genauer betrachte und ich markiere mal alles, sehe ich hier also lauter kleine Pünktchen hier auf der linken Seite. Okay, dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt nehme ich mein Rechteck und ziehe es einfach mal nach unten. Dieses Video steht. Ich klicke es an. Bewege die Pfeiltasten nach unten. Und nun sehe ich meinen Barcode, der ja hier ist. Okay, den Barcode kann ich größer machen. Brauche bloß wieder auf Style gehen. Und dann sage ich ihm hier einfach, weise ich ihm die neue Größe zu, 72 und gut ist. Ich weiß, ich muss das Objekt nun einmal größer ziehen. Und jetzt schiebe ich das Ding wieder nach unten, so wie es gern hätte. Und ich speichere mir das ab. Verwendet es und in der Vorschau sollte jetzt nun mein großer Barcode wieder da sein. Sollte Ihnen sowas mal passieren, dass Sie sagen, es ist irgendwas nicht da, kann es durch die Überlagerung von Objekten vorkommen, dass die Positionsangabe nicht mehr eindeutig stimmt, aber das können Sie wirklich innerhalb von Sekunden korrigieren, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen.